Also, die Frage ist, wie läuft ein Zielvereinbarungsgespräch inhaltlich ab? Und jetzt machen wir noch etwas. Wir schalten in unserem Kopf Bilder ein. Bildhafte Vorstellung hilft sehr oft, um Lösungen zu generieren. Also, wir stellen uns vor, da sitzt ein Mitarbeiter mit seinem Teamleiter, Abteilungsleiter, wie auch immer, zu Beginn eines Quartals oder am Ende des letzten Geschäftsjahres und es geht um das Zielvereinbarungsgespräch für die nächste Zeitspanne. Meistens für das nächste Jahr. Nur so macht man es meistens. So, wie läuft das ab? So, und jetzt stellen wir uns das ganz konkret vor. Ganz banal. Ganz banal, richtig, ganz banal. Und das ist die Kunst, das ganz Banale zu denken. Die meisten meiner Teilnehmer, wenn die das erste Mal an die Prüfungsfragen angehen, denken viel zu kompliziert. Wir sind sozusagen viel zu schlau für die Prüfungsfragen. Einfach denken, konkret denken. Also, wie läuft es ab? Was ist das Erste? Ja, man trifft sich mit dem Vorgesetzten. Richtig, man trifft sich. Geht und dann. Ja, ja. Also das Erste ist zunächst mal Begrüßung. Hinschreiben. Schreiben Sie es hin. Es gibt keine Negativpunkte. Auch das ist wichtig zu wissen. Also Treffen mit Vorgesetzten, Begrüßung. Genau. Ja? Treffen mit Vorgesetzten, Begrüßung. Und dann hatten Sie gerade gesagt, man geht zunächst mal auf die alten Ziele. In der Tat, das wird man tun. Das heißt, der Vorgesetzte wird jetzt wahrscheinlich erstmal über den Zielerreichungsgrad bisher kurz sprechen. Und im optimalen Fall natürlich positiv. Das heißt, er wird die Zielerreichung vom letzten Jahr wertschätzen, würdigen. Na, so geht es in der Regel los, dass man zunächst mal kurz in die Vergangenheit schaut, das wertschätzt, würdigt, vielleicht noch darüber redet, was man daraus lernen kann. Vielleicht hat man ja auch ein Ziel, nur in Gänsefüßchen zu 80% oder 90% erreicht. Auch das wäre ja ein Teilerfolg. Und dann könnte man darüber reden, ob da vielleicht das Ziel zu hoch gesteckt war oder die Maßnahmen nicht intensiv genug. Also ein bisschen Würdigung, Auswertung wären die Schlüsselworte. Ja, Würdigung, Auswertung. Und dann, wie geht's weiter? Ja. Über die Zukunft. Richtig. Wer würde jetzt reden zunächst einmal? Der Chef. Der Vorgesetzte würde jetzt zunächst mal sein Ziel nennen, was er sich vorgenommen hat, zum Beispiel für das nächste Jahr. Genau, er würde das vorstellen, er würde es vielleicht begründen und er würde es vielleicht einbetten in das Unternehmensoberziel, das ja immer präsent sein muss. Wie gesagt, das Ganze funktioniert nicht, wenn das Schiff keinen Kurs hat. Also wenn man weiß, in 5 Jahren wollen wir da stehen, dann müssen wir in einem Jahr ein Teilziel erreicht haben, ein Etappenziel, einen Meilenstein erreicht haben. Das wird der Vorgesetzte wahrscheinlich kurz erwähnen. Sie wissen ja, in 5 Jahren wollen wir da sein. Das bedeutet, ich habe mir vorgenommen, für meinen Bereich in einem Jahr da zu sein. Und dann kommt der Mitarbeiter. Was wird der Mitarbeiter tun? Der Mitarbeiter wird jetzt sein Ziel vorstellen. Vielleicht passen die beiden Ziele zunächst noch nicht zusammen. Dann wird es zu einer Abstimmung kommen.